Ja, grüß euch. Ja, es gibt Neuigkeiten. Und zwar, ich habe für meinen IONIQ 5, der hat das Bose-System hier, diesen Verstärker aus Finnland bestellt. Ich werde euch mal verlinken, welcher das ist, beziehungsweise wie der genau heißt. Ich habe den Namen jetzt gerade ehrlich gesagt vergessen. Aber ja, für mich ist der Sound hier vom Bose-System halt ein bisschen dünn und es soll angeblich mit diesem Verstärker eine deutliche Steigerung dann dazu geben. Ich höre halt vermehrt elektronische Musik, Trance in dieser Richtung und so. Und da hast du halt diese Beats und Kicks und sowas. Und die sind halt ein bisschen schwach. Vor allem für die Leute, die schon mal im Model Y saßen oder im Model 3 mit der entsprechenden Soundanlage dann da. Ich glaube, die wissen, wovon ich spreche. Da ist einfach gefühlt mehr Bass, mehr Druck hinter. Und ja, das macht halt für mich zumindest bei der Musik dann den Reiz aus und den Spaß aus. Also ich will das fühlen dann dementsprechend. Ich zeige euch jetzt mal gerade hier, wie ich mein Preset jetzt, bevor ich den Einbau habe, eingestellt habe. Und zwar habe ich hier die Balance einen Ticken nach hinten gestellt und der Equalizer ist der Bass auf 10, die Mitten auf plus 7, ja, die Höhen wahrscheinlich dann dementsprechend auf 0. So, ich lasse das jetzt mal so. Ich habe hier ein Lied, was halt ein bisschen elektronisch ist, reingepackt. Ich hoffe, da kommt auch kein Strike. Ich mache das jetzt mal an, beziehungsweise ich habe mir hier eine App runtergeladen, die ein bisschen die Frequenzen zeigen soll. So, nochmal neu, weil mir gerade hier das Telefon runtergefallen ist, beziehungsweise das Telefon die Einstellung zurückgesetzt hat. So, wir fangen hier nochmal an. Das war jetzt halt mit meinen Presets auf der Stufe 50. So, dann machen wir mal jetzt hier quasi einmal alles auf Zurücksetzen. Dann kann ich es auch hoffentlich hier so dran stellen und gucken wir mal, wie das sich jetzt verhält. So, das war es. So, jetzt gehen wir dann rüber zum Einbau. So, der Verstärker liegt noch da hinten. Der ist auch schön beleuchtet, wenn ihr das seht. So, der Track ist quasi wieder bei 0. So, dann gehen wir mal hier drauf. Dann gucken wir uns mal gerade die Presettings an. Audioeinstellungen. So, den Fader machen wir auch zurück auf Standard dann dementsprechend. Das habe ich eben vergessen. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt zu sehr die ganze Sache verfälscht.
So, ansonsten, ich habe am Verstärker nichts eingestellt, so wie er war, quasi wie er gekommen ist. Das ist ein bisschen anders als auf der Anleitung, weil scheinbar sich irgendwie ein Input geändert hat oder heißt auf jeden Fall anders. Der ist komplett auf Min gesenkt. Ich gucke mal, ob ich gleich ein Bild hier einstelle. Ja, und dann gucken wir mal, wie es sich anhört. Wie gesagt, die Lautstärke müsste nach wie vor auf 50 sein. Ja. Also, direkt gefühlt sind die mitten, oder es kommt mir so vor, als ob der Sound voller wäre auf jeden Fall. Und der Bass klingt auf jeden Fall auch prägnanter, voluminöser einfach. Das ist halt schwer zu beschreiben. Musik ist halt subjektiv, aber das ist halt schwer zu beschreiben. Ich weiß auch nicht, ob das hier rüberkommt auf jeden Fall im Ton. So, jetzt machen wir mal zurück und dann fahre ich mal langsam den Bass hier hoch. Ist schon sehr, auf jeden Fall deutlich besser da wie vorher. Also, wenn man den hochfährt, ich hoffe, man kann sehen, der ganze Innenspiegel ist am Vibrieren ohne Ende. Und selbst die Sitze sind vom Bass am Vibrieren. Also, das ist schon der Hammer. Also, ich werde jetzt erstmal mit dem normalen Setting hier fahren und mal gucken, wie es ist. Aber ich bin schon ein bisschen begeistert. So, ich zeige euch noch den Einbau, weil da ist es nicht ganz so einfach wie... wie es von denen dargestellt ist, zumindest bei meinem Wagen nicht. So, Sekunde. So, also für den Einbau müsst ihr hier einmal die Leiste hier vorne entfernen. Das war relativ einfach. Ich habe hier noch so ein Set hier für diese ganzen Dinger hier abzunehmen. Und bei denen in der Anleitung oder so ist ja gefühlt die Kabel, die hier am Originalverstärker sind. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Die sind da hinten, die sind da deutlich länger bei denen. Also ich bin mit denen nur gerade bis hier vorne gekommen und habe dann die beiden hier blind quasi einstecken müssen. Und ja klar, hier, du darfst nicht zu große Hände haben, weil es wird sehr eng, sag ich mal, da drunter. Ne? Und dann steckst du dann quasi das Y-Stück wieder so rein. Das Kabel habe ich dann hier so verlegt, wie von denen es gezeigt worden ist. Aber hier mit dem Unterschied, ich habe diese Leiste hier nicht abbekommen, weil dieser Clip ist hier so ein blauer bei mir. Der sieht so aus, als ob der nach unten weggehen müsste, beziehungsweise ich habe hier versucht zu hebeln mit dem Ding, aber das war mir dann zu kriminell, dass ich das kaputt mache. Ich habe dann hier quasi das Kabel hier unten durchgeführt und bin dann mit den Fingern, hier ist so eine Auskerbung, da habe ich es irgendwie geschafft, quasi das durchzufädeln.
und habe mir dann die weißen Konnektoren, die hier sind, quasi da rausgezogen. Das hat auch funktioniert, so dass ich das dann hier nicht abmachen musste. Ja, Problem ist jetzt, den Verstärker hier, den werde ich nicht unter meinen Sitz bekommen, weil da ist irgendwie gefühlt, wenn ich da drunter gehe, eine Leiste, die quasi mit dem nach hinten und vorne fährt. Also da bin ich noch nicht so überzeugt. Ich denke, ich werde den hier hinten gegen die Wand bringen, weil da ist auch so eine Auskerbung oder so. So weit fährt der Sitz nicht zurück, da sollte dann nichts passieren. Und original sind ja hier so ein doppelseitiges Klettband. Ich glaube, die haben das gemerkt und gesehen und du sollst ihn halt wirklich da hinten an die Rückwand anbringen, was ich dann auch machen werde. So, eingebaut ist der Verstärker. Ich muss mich korrigieren. Es würde doch funktionieren, den unten hinzulegen, aber es sind diese Klebepads quasi dran. Und ja, ich habe ihn jetzt quasi hier an die Rückseite montiert mit dem doppelseitigen Klebeband, was dabei war. Wenn man den Sitz komplett zurückfährt und komplett nach hinten rekliniert oder zurückstellt, dann funktioniert das auch. Das ist kein Problem dann dementsprechend. Also da passiert gar nichts. Wie gesagt, da ist halt noch ein bisschen Luft. Das Kabel, hoffentlich sieht man, was hier zum Verstärker geht, geht nach hier vorne quasi. Und das wird dann hier quasi hinten lang geführt. Der Sitz fährt gar nicht so weit nach hinten, beziehungsweise hier von dem Filz wird es nach hinten gedrückt. Ja, ich weiß, es ist leider alles sehr dunkel. Ich gucke mal, ob ich es mit der Handy-Taschenlampe was heller bekomme. So, falls man es jetzt hier irgendwie ein bisschen besser sehen kann. So, dann ist es quasi da lang geführt. Ja. Vielleicht noch interessant zu wissen, ich habe nicht das Auto ausgeschaltet oder sonst irgendwas. Das wurde auch nicht in der Betriebsanleitung geschrieben dann dementsprechend. Und ja, gab kein Problem. So, jetzt machen wir noch ein Stück nach vorne, dass er hier gleich ist. Ja, also wie gesagt, ich bin mit dem Einbau soweit zufrieden. Wie gesagt, der hat gefühlt, hat der 15 Minuten gedauert bei mir. Wie gesagt, die eine Klipse oder beziehungsweise die eine Halterung da abgemacht, dann dementsprechend eingebaut. Und das war es dann dementsprechend. Die Frage, schaltet sich das Gerät ab? Also wie gesagt, diese Beleuchtung habe ich jetzt gerade gesehen. Der fährt nach 5 Minuten oder 10 Minuten, wahrscheinlich wenn hier das Bussystem quasi sich runterfährt, schaltet sich die Anzeige aus. Sobald du dann quasi, habe ich gerade gemacht, wenn du den Sitz nach vorne, nach hinten fährst, wird wahrscheinlich dann wieder das System hochgefahren und dann fängt er auch wieder an zu leuchten. Ansonsten noch als kleiner Hinweis, das Streaming vom Handy passierte via Bluetooth. Es war nicht über Kabel gebunden oder so. Kann sein, dass die Qualität noch besser wäre, dann dementsprechend über Android Auto über Kabel gebunden. Und es war halt ganz normaler Spotify-File, den ich dann da genutzt habe. Gänsehaut-Feeling, also. Wenn ihr wissen wollt, welcher Track das ist, müsst ihr bei YouTube Giuseppe Ottaviani at Parucaville 2023 eintippen und ab Minute 40 ungefähr ist das ein Bootleg von ihm, den er da rausgehauen hat. Boah,